Ah, ich habe mir das anders überlegt. Banane hat nicht gereicht. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen hier Käse, den super fettarmen Käse hier. Eigentlich bin ich satt. Eigentlich bin ich satt nach dieser Banane tatsächlich. Aber extra für Salami TV, ne, und Hackfleisch Harry mache ich das jetzt, ne? Schaut mal, ihr zieht euch ja ständig diesen übelst gesunden Fraß rein, ne? Wie wäre es denn mal mit, ich meine, das muss jeder selber wissen, ne? Also ich bin der Meinung, man kann auch mal ein bisschen runterfahren, diese ganzen, also ich mache das für mich, ne? Ich mache das rein für mich. Ne? Man kann ja Food-Content machen, ne? Aber wie wäre es denn mal mit einer gesunden Variante? Ja. Kann man auch Videos machen. Ne? Banane, habt ihr ja gesehen, mit Senf. Ne? Ne? Hier so ein schön. Ich meine, Dings hier wie Schmackadelle, der hat ja schon so ein bisschen umgeswitcht, ne? Von Mozzarella auf Feta, ne? Obwohl Feta ist auch salzig, muss ich ehrlich sagen, ne? Hier Harzer Käse, ne? Der ist absolut das Gesündeste, ne? Hat die beste, ja, das ist halt die beste Proteinquelle sowieso, ne? Was der Mensch verarbeiten kann, ne? Harzer Käse, Leute, Harzer Käse, ne? Salami TV, Harzer Käse, kennt das bestimmt schon, ne? Und dazu ein schönes Dinkelbrot, Leute. Ne? Harzer Käse plus Dinkelbrot. Ja. Dazu vielleicht noch ein Ei, Leute. Ich mache das heute mal. Was heißt heute? Eigentlich ernähre ich mich schon mein halbes Leben davon. Ja. Da machst du nichts falsch. Da kannst du auch nichts zu sagen. Ne? Was soll man da falsch machen? Außer man holt sich noch eine ungarische Salami. Verflucht nochmal. Ja, was ist das? Was ist das hier? Ja, da kannst du nicht viel falsch machen, ne? So eine Salami, ne? Ist da was Feines dazu oder nicht? Oder was? Oder wollt ihr jetzt keine Salami sehen? Ne? Salami ist immer gut. Kommt ganz drauf an, auf welche Sorte, habe ich festgestellt. Ne, diese Salami hier, da muss er Brot. Diese Salami hier zum Beispiel, da habe ich mich auch ganz schön auf den Arsch gesetzt letztens. Ne? Wieso gehe ich im Netto und gebe darüber 5 Euro aus für so eine Salami? Wenn es die im Aldi billiger gibt, ist das Gleiche. Ne? Ja, man muss heutzutage echt gucken, wo man sein Geld lässt. Ne? Na gut, ich war heute wieder im Netto, weil der Netto schöne Bedienung hat, wollte ich gerade sagen. Oha, bleibt mal hier meine Salami. Naja, und dann ist da halt eine Salami. Ne? Grüße gehen raus an Salami TV. Ne? Obwohl, ich habe bei Salami TV, habe ich da schon mal eine Salami gesehen? Ehrlich gesagt, ne? Vielleicht, ich habe noch nicht alle Videos durchgeguckt, aber wieso nennst du dich Salami TV? Ja? Gab es da schon mal eine Salami? Ja. Mal Salami, ne? Mit Harzer Käse. Das ist doch überhaupt so, ne, sehr proteinreich. Dann dazu hier so ein, ne? Das kennt Bronson zum Beispiel auch. Ja? Proteinquelle Nummer 1. Ja. Dazu natürlich noch Quark. Ja. Können auch Tzatziki nehmen. Ja. Angereicherter Tzatziki mit Mehlrahm. Was ist jetzt hier? Leckt mich doch fett, Alter. Das ist wieder hier Tresor, ne? Guck mal hier. Was ist jetzt hier für eine Verarschung hier schon wieder? Guck dir das mal an. Gut. Was ist das hier? Butter?
Naja. Oh, ich hasse das. Am Finger gleich wieder so ein Schlatz hier. Das ist köstlich, Leute. Das ist wirklich absolut geil. Da brauchst du eigentlich gar nichts weiter mehr zu sagen. Das ist absolut lecker. Ne? Also wenn ihr, also vergesst mal nicht zu abonnieren, Leute, ja. Guck mal hier. So, alle hier von Salami TV, ne? Alle Abonnenten von Salami TV, die können auch meinen Kanal abonnieren. Und alle Abonnenten von Schmackadelle, die können mich auch gleich mal abonnieren, weißt du? Ist wirklich so. Ne? Verpasst ihr nichts mehr hier. Ne? Zack. Ja. Oder auch alle Abonnenten von Montana Black. Ja. Die können mich auch abonnieren. Ihr dürft es. Da ja, habe ich gar nichts dagegen. Ja. Ne. Sagen wir es mal so. Mal hier. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ne? Oder alle Abonnenten von Gnossi. Ne? Wenn ihr mal was Vernünftiges sehen wollt, dann abonniert mich. Ha. Ja. Bei mir gibt es wenigstens keine Automaten zu sehen. Bei mir gibt es Food Content. Vom Feinsten neue. Ne? Guckt euch das an hier. Das ist lecker, Leute. Ja. Ja. Ne, also es ist ja auch nicht langweilig hier, ne? Überhaupt nicht. Ja. Ihr könnt euch auch vorstellen, das ist ein Automat hier. Ne? Geldspielautomat. Also wenn ihr der Meinung seid, das ist ein Automat hier, dann ist ein Automat. Ja. Ich frage mich sowieso, wieso man einen Montana Black abonniert. Ja, der ist doch übelst. Weiß ich nicht, was ist an dem Typen dran, dass man den ständig sehen muss. Das ist sowieso, das ist mir echt ein Rätsel. Das ist mir echt ein Rätsel. Ja. Das ist mir echt ein Rätsel. Nur weil er hier rumfurzt. Ne? Ich meine, wenn man sowas sehen will, naja, dann guckt man sich das halt an. Ne? Aber ich hätte da keinen Bock drauf. Ne? Ich meine, was haben Leute davon? Ne? Na hier, ich abonniere mal Montana Black oder was. Oh nee. Was zeigt er in seinen Videos? Wie er, ach, das ist eigentlich, ist das, naja, egal. Komm, Steffen. Das macht keinen Sinn. Ne? Versau dir nicht den Tag mit solchen Leuten. Ja. Bringt sowieso nichts. Wir ziehen uns einfach mal noch einen Salami rein. Da haben wir tatsächlich mehr von. Eine Stulle mehr. Ja, aber ehrlich. Ehrlich, was haben die Leute davon? Ne, sich sowas reinzuziehen. Ja? Sowas wie, ich meine, da gibt's doch weitaus bessere YouTuber, ne, als diesen Montana Black. Ne? Wie zum Beispiel hier. Hackfleisch-Harry. Ne? Hackfleisch-Harry hat mehr drauf als Montana Black. Ja?
Ne? Bin ich der Meinung, also. Ja. Habe ich schon Bauster Senf drauf gemacht? Ne, jetzt nicht. Ja. Ja, ich meine, das. Wieso überhaupt in meinem Kopf? Ne? Ist doch sowieso Käse, oder? Das ist köstlich. Na, eigentlich haben solche Leute wie Montana Black und Gnossi gar nicht verdient, auf meinem Kanal erwähnt zu werden. Na? Weil das ist alles unter meinem Niveau. Na? Absolut unter meinem Niveau. Ja. Ja. Ich meine, wer vom Dachboden in den Keller zieht, ne, hat sowieso den Schuss nicht gehört, ja. Das war eher so. Das ist wirklich so, ne? Das ist wirklich so. Ja. Ja. Damit vergrößert man sich doch nicht, ne? Das ist doch Absturz ohne Ende. Ne? Ich würde doch niemals vom Dachboden in den Keller ziehen. Ne? Also das ist für mich, wenn man schon oben ist, wieso muss man sich denn verkleinern? Ne? Wieso muss man sich denn verkleinern? Also, ich will da nicht drauf klarkommen. Ja. Ja. Eine schöne Dachgeschosswohnung. Da hat man noch den vollen Überblick, oder? Kannst von oben runter gucken, siehst die Welt. Wieso muss ich mich denn in die Kanalisation begeben? Ja. Im Keller. Also, ich würde es nicht machen. Ne? Ich würde mich da mal ein bisschen komisch bei fühlen. Ne? Was soll ich im Keller? Man brauche ich einen eigenen Bunker oder was? Ne? Also mir wäre das nichts. Ist auch nur so meine persönliche Meinung. Ne? Kann ja jeder machen, was er will. Ne? Aber trotzdem, für mich wäre es nichts. Und die Meinung, das ist auch keine Beleidigung. Ne? Also einfach so, eine Meinung sollte man ja wohl noch sagen können. Ne? Wer es nicht verkraftet, der ist halt beleidigt. Und soll einfach mal die Klappe halten, ne? So einfach ist er, ne? So. Jetzt ziehen wir uns das noch rein hier. Das soll es gewesen sein, Leute. Ne? Also Grüße gehen raus. An Salami, TV, Schmackadelle, Kentucky, LG Wassertrinker. Und alle anderen Abonnenten von mir, ne? Hau rein erstmal, Leute. Und immer cool bleiben, ne? Wie gesagt.